Leviathan. Okay. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Schauen wir doch mal. Schauen wir uns das doch mal an. Hey, na? Autsch. So, erstmal kriegt Barrett eine Hast. So, dann mal bitte eine Analyse auf das Viech. Wirksames Blitz. Wer hätte es gedacht? Leicht resistiert Eis, stark resistiert Feuer. Ja, das heißt, meine aktuellen Beschwörungen bringen nicht viel. Was halt doof ist, aber naja. Hat dafür auch nur 35.000. Also 36.000 eigentlich. Aber scheint eine ganz gute Verteidigung zu haben. Wenn ich das hier mal so sehe. Aua. Und tut weh. Gehen wir doch nicht auf den Sack, Leviathan. Barrett, hau mal bitte ein fettes Blitzrad darauf. Macht ihm irgendwie gar keinen Schaden. Ha. Okay. Das ist interessant und merkwürdig. Aber in erster Linie interessant. Hätte ich mal den Chocomoppel erstmal ausgerüstet. Hätte ich jetzt noch eine sinnvolle Beschwörung. Also, irgendwas, was sinnvoller ist als das, was ich aktuell habe, weil. Sind halt beide nicht so effizient. Manvitra auf tiefer. Und wir beschwören jetzt halt einfach mal trotzdem Shiva. Sehe, wie du losgelegt hast, Karl. What? Alter! Bitte was? Bitte was? Was war das gerade? Nicht okay. Gegenstand. Phönixfeder, Barrett. Tut mir
Aua. Gut. Vitagar. Heil dich, Cloud. Schnell. Dankeschön. Und dann Kreuzschlag auf Leviathan. So. Okay, Vitagar für Tifa. Und Tifa haut in der Zeit ein Salto. Würde ich sagen, ja. Töte mich, komm. WTF. WTF. Was bist du bitte? Da hatte dich für einen Moment das Kampfglück verlassen, nicht wahr? Dennoch konnte ich wertvolle Daten gewinnen. Analysiere den heutigen Kampf und du wirst beim nächsten Mal sicher triumphieren. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich brauche deutlich mehr Daten zu meinen Kampfberichten. Ich brauche deutlich mehr Magieverteidigung. Das habe ich festgestellt. So, was haben wir hier? Leviathan besiegen, jo, mehr Gegner analysieren, okay. Die Waffenfertigkeiten aller 16 Waffen erlernen. Okay. Sämtliche Magiematerie meistern. Okay. Zehn Arten einer Subspezies besiegen. Besiegen reicht. Gut. Okay, das wird interessant. Aber gut. So, irgendwelche Hinweise für die Chocobo-Suche? Hier scheinbar auch noch was, ne? Beim Walmart. Okay. Beim Walmart scheint noch was zu sein. Und irgendwo hier. Gut, das ist ja. Komm, so. Noch meiner Komplettansicht oder so? Nee. Oder sind jetzt beide noch hier? Ich sehe da nur einen. Das ist der. Hä? Hä? Ich bin. Ich bin gerade etwas irritiert. Aber hey. Wo Kirie hin ist. Nee, toll. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Leider ja. So ungern ich das sage. Ich habe keine Waffe für dich. Der Verkäufer ist der Typ da drüben. Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Schnappt euch endlich diese Arschlöcher! Wo ist Kirie?
Und warum gibt's keinen Questmarker zu ihr? Tja. Hey. Die Kinder sind wieder da. Vielen Dank dafür. Ja, gern doch. Ich muss mich etwas mehr zusammenreißen. Sonst lachen die Kinder noch über mich. Ach du, keine Sorge, das machen sie auch so. Was soll ich nur machen? Oh, hey. Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ja. Ich brauche dringend Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Also... Ich brauche noch viel mehr. Doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Okay. Natürlich auch ohne auch nur einen Hinweis, in welchem Bereich, ne? Naja, ist halt so. Solange ich die Zutaten habe, kann ich sie selbst mischen. Okay. Tja. Ich sehe Kiri hier nirgends. Wenn wir wissen ja, wie sie aussieht. Wir haben sie ja schon gesehen. Wir sind ihr ja schon begegnet. Wie lange vielleicht? Ha. Tja. Coco ist wieder zurückgekommen. Sie ist die ängstlichste von allen. Ich hoffe, sie musste sich nicht allzu sehr fürchten. Zum Glück ist sie wieder da. Sei froh, ne? Sei froh. Ich glaube, er zeigt mir hier halt wirklich an, wo sich die Chocobos befinden. Ja, nee, das kurze Stück, das laufe ich. Das lohnt sich jetzt wirklich nicht. Gucken wir doch mal. Hier irgendwo habe ich eine Anzeige auf der Karte. Na komm, verpiss dich. Mistviecher. Es
Okay. Sah mir eigentlich so aus, als wäre das hier. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich hier richtig bin. Aber hey, zur Not rennen wir hier einmal umsonst durch, ne? Was soll's. Ich meine, wir nehmen ein bisschen was an Erfahrungspunkten mit, was ja auch ganz nice ist. So, Schwertsturm. Und ein Impulssieb auf den da. So. Komm her, du blöder Smogger. Und erledigt. Sehr schön. Hey, Level Up für Cloud. Nice. Das heißt, wir haben genug Waffenpunkte auf dem Panzerschwert für den Materia-Slot. Der war hier. Dankeschön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und da packen wir jetzt einmal Ja, was packen wir da rein? Ich meine, wir könnten hier natürlich auch endlich mal, ne? Das heilen. Eins ersetzen, was noch trainiert werden muss. aber das meinte ich nicht mal. So, du gehst mal darüber. Dann packen wir hier nämlich eine Amplifikation mit rein. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Beziehungsweise, das gefällt mir noch besser. Denn grundsätzlich sollte das ja jetzt bedeuten, Magie, Vita auf Tiefer, Vitra auf Tiefer und das geht dann halt auf alle. War nur leider nicht so stark, wie ich erhofft hatte. Na egal. So, komm mal her hier. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice.
Ja, ich mag die Sprengfaust. Bis wir am Ziel sind. Sprengfaust ist ein super Skill. Beziehungsweise ein super Angriff. Ist ja nicht wirklich ein Skill. Na komm, hör auf mit dem Mist. Sehr schön. Okay. Das macht halt echt wenig Heilung. Ist halt echt wenig Heilung. Ah, naja. Passt schon. Denke ich. Ha. Er ist tatsächlich hier. Na, kleines. Okay. Die halten ganz gut was aus. Aerogar. Willst du mich verarschen? Okay. Oh, willst du mich verarschen? Willst du mich hier gerade echt verarschen? Okay. Wer war der Neo-Mutant? Ich habe da nur drei Mutantenschweifel gesehen. Egal. Und offenbar ignorieren die einen Schockzustand. Oder so. Was auch immer der Tanz macht, ne? Der macht nämlich gar nichts. Ich verstehe die Viecher noch immer nicht ganz. Aber hey. Kein Ding, ne?
Barrett, haben wir die eigentlich mal analysiert? Ich glaube nicht, ne? Sag doch mal was dazu. Diese Wesen klonen sich selbst, wenn sie beim Tanzen eingeschüchtert werden. Greift zuerst die Klone an, um die TP des Originals effektiv zu senken. Ah. I see. Man sollte die Analyse häufiger mal nutzen, ne? Und dann auch die tatsächlichen Daten, die dort stehen, lesen. Ja, also die sind zumindest nicht lange im Schockzustand. Das können wir hier definitiv so schon mal feststellen. Schon wieder Limit? What? Okay. Meinetwegen. Ach ja, doch klar, ich hatte ja, ich hatte ja einen Airuga gefressen. Da war ja was. Barrett. Hau dir mal selber einen, Vitra raus, bitte. Alles nicht so geil, ne? Aber mittlerweile kriegen wir hier ein Limit noch durch. Das ist ganz nice. So. Und dann mal bitte auch noch eine maximale Wut. Aua. Mann, mach man sowas. Drecksviech. Mal kommen, maximale Wut. Einfach nochmal ein bisschen Blei reinpumpen in das Viech. Okay. Erst das endlich erledigt. Yeah.
So, komm schon. Okay. Der ist auch erledigt. Dadurch dürfte der da jetzt endlich sein HP verloren haben. Genau. Okay, okay. Ich verstehe auf jeden Fall, was das Spiel von mir will. Das ist schon mal gut. Limit, komm. So, okay, das Viech ist erledigt. Bleibt jetzt nur noch der eine hier. Sehe ich das richtig? Ich denke, ja, sehe ich. Okay. Sehr schön. Hey, 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 ey. Sehr schön. Na komm. Her, Neomutant. Sehr schön. Erledigt. Hui. Der Kampf war nervig. Okay. Sehr schön. Und da oben fehlt noch. Also gehen wir hier mal Richtung Bahnhof. Und dann haben wir gleich alles.